So, betrachten wir das zweite Integral, das ist also die Aufgabe 1b. Da handelt es sich um das Integral von 0 bis 1 und dann x mal Exponentialfunktion 3 hoch x, 3x dx. Und da sehen wir natürlich hier eine Multiplikation. Das schreit natürlich erstmal sofort nach der Idee der partiellen Integration, ob wir das anwenden können oder nicht. Gut, okay, wenn man das sich so vornimmt, muss man sich überlegen, was ist mein u und was ist mein v. Die Regel für die partielle Integration erzähle ich jetzt hier nicht nochmal. Wir müssen uns überlegen, was ist u von x und was ist v von x. Beziehungsweise genauer gesagt v' von x. Das heißt, wir müssen uns eine Funktion von diesen beiden aussuchen, die wir leicht integrieren können, wo wir die Stammfunktion so leicht sehen, und eine, die wir gerne ableiten würden. Ja, die Wahl trifft man so, dass hinterher dann u' von x und v von x als Produkt leichter zu integrieren ist. Na, schauen wir mal, wie das aussieht. Wenn ich was mich ja hier stört, ist im Prinzip, dass ich hier x mal e hoch x oder e von e hoch 3x habe. Ja? Das kann ich nicht so einfach integrieren. Mir wäre es lieber, wenn ich dieses x dort nicht hätte. Wenn ich das aber ableiten würde, die Funktion x, dann habe ich da nur eine 1. Das ist eine Konstante. Das heißt, das ist irgendwie angenehm. Ich versuche das also mal mit dieser Idee. Ich setze hier jetzt das x ein. Ja, die Ableitung von x wäre ja die 1. Und dann muss ich entsprechend hier e hoch 3x hinschreiben. Und dann bleibt natürlich die Frage, was ist die Stammfunktion davon? Hier bin ich etwas zu großzügig gewesen mit dem Platz. Das ist ganz einfach auszurechnen. Das ist ein Drittel e hoch 3x. Schön. Okay, das ist zumindest erstmal ein Ansatz. Und wir gucken mal, was das ergibt, wenn wir jetzt die partielle Integrationsregel anwenden. Das heißt, was müssen wir zuerst tun? Wir müssen in den Grenzen von 0 bis 1 u mal v hinschreiben. Ja? Also habe ich u von x mal v von x in den Grenzen von 0 bis 1. Und dann minus, niemals vergessen, dass das ein Minus ist, das Integral 0 bis 1. Und dann die beiden Funktionen hier unten. Das ist also 1 mal 1 Drittel e hoch 3x dx. Wunderbar. Das hier ist immer kein Problem. Das ist ja nichts anderes als Einsetzen von den Grenzen 0 und 1. Das hier ist jetzt der Ausdruck, der entscheidend ist. Ist das jetzt einfacher für uns zu integrieren oder nicht? Und durch scharfes Hinsehen sieht man, oh ja, das hat funktioniert. Das ist einfacher zu integrieren. Oh, gut, dann setzen wir also ein. U von x mal v von x an den Stellen von in den Grenzen von 1 bis 0 bis 1. Ich schreibe es nochmal also hin. Das ist also x mal 1 Drittel e hoch 3x in den Grenzen von 0 bis 1 minus, und jetzt, naja, diesen Faktor 1 Drittel, den kann ich ja rausziehen, minus 1 Drittel mal Integral von 0 bis 1 e hoch 3x dx. Schön. Jetzt ist es eigentlich nur noch stumpfes Ausrechnen. Das habe ich habe hier 1 mal e hoch mal 1 Drittel e hoch x, e hoch 3 minus 0 mal e hoch irgendwas. Das brauche ich gar nicht mehr hinzuschreiben, das ist auf jeden Fall 0. So, minus 1 Drittel. Jetzt kommt dieses Integral, das ist ja aber leicht, das ist ja, die Stammfunktion ist e hoch 3x wieder mal und dann 1 Drittel davor, und dann müssen wir nur noch das Ganze in den Grenzen von 0 bis 1 einsetzen und hoffen, dass das gar nicht mehr so schwer wird und der Ausdruck hinterher leicht auszurechnen ist. Und das ist auch so. Hier habe ich jetzt 1 Drittel e hoch 3 minus 1 Drittel, so, die Grenze wieder einsetzen, runde Klammer, 1 Drittel e hoch 3 minus 1 Drittel e hoch 0. Das ist nichts anderes als 1 Drittel e hoch 3 minus 1 Neuntel e hoch 3 plus 1 Neuntel, und e hoch 0 ist 1. Insgesamt haben wir also, wenn wir das verrechnen, zu 2 Neuntel e hoch 3
plus 1/9 als Endergebnis.